Vierter Spieltag in der A-Junioren-Bundesliga Süd-Südwest. Die U19 des FC Bayern zu Hause gegen den 1. FC Kaiserslautern. Beide Mannschaften noch ungeschlagen, beide Teams mit 7 Punkten in der Tabelle gleich auf. Die Mannschaft von Sebastian Hoeneß unter der Woche mit einem 1:0 Pokalerfolg gegen den deutschen Meister, gegen Borussia Dortmund. Kaiserslautern agierte zu Beginn aggressiv. Die Bayern kamen in der 26. Minute durch Mattis Lange zur ersten zeigenswerten Offensivaktion. Danach sah Alexander Bugera, der ehemalige Bayern-Spieler und Trainer der FCK U19, wie der FCB stärker wurde. 35. Minute, Manuel Winsheimer mit einem satten Freistoß aus fast 30 Metern. Kaiserslautern bot den Bayern Paroli und hatte hinten raus in der Nachspielzeit der ersten Hälfte nochmal die Riesenchance durch Luis Kerstold, der den Ball aus Bayern-Sicht aber zum Glück nicht richtig drücken konnte. 0:0 zur Halbzeitpause. Im zweiten Durchgang dann die erste gefährlichere Aktion durch Winsheimer. 10 Minuten waren da vorbei. Es entwickelte sich ein Duell auf Augenhöhe. Hinten raus drückten die Lauterer nochmal in der 83. Minute. Anas Bakat, der sich klasse durchsetzt, aber Ron Torben Hoffmann im Bayern-Tor mit einer tollen Parade. Danach überschlugen sich die Ereignisse in der Schlussphase. Luis Kerstold musste in der 89. Minute mit Gelb-Rot runter. Warum und wieso? Weil er viel zu übermotiviert in diesem Zweikampf gegen Ron Torben Hoffmann ging. Eine Minute später dann Lars Lukas May. Der war eingewechselt worden auf den ebenfalls eingewechselten Alexander Lungwitz, der mit Übersicht auf Manuel Winsheimer, der mit dem Tänzchen und rein ins Bayernglück. Das 1:0 in der 90. Minute für Winsheimer, bereits der 7. Saisontreffer. Klasse und mit Übersicht vorgelegt von Lungwitz und dann Winsheimer mit Coolness und Durchschlagskraft. Es war zugleich der goldene 1:0 Siegtreffer zum Last-Minute-Sieg. Ja, wir hatten auf jeden Fall das Quäntchen Glück. Jeder hatte die Chancen gehabt, aber wir haben alles dafür getan, dass wir gewinnen als Mannschaft, haben alles getan, dass wir die Zweikämpfe gewinnen, dass wir dann am Schluss das Tor machen, und das hat uns echt gut getan, die 3 Punkte, und das freut mich für die Mannschaft. Ja, ich finde auch, dass der Sieg nicht unverdient ist. Klar, wenn er so spät ist, ist es immer glücklich. Aber am Ende, glaube ich, geht es in Ordnung. Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft. Das kann Sebastian Hoeneß auch sein. Der 4. Pflichtspielsieg in Folge für die U19 des FC Bayern, die nun in der Bundesliga Süd-Südwest 10 Punkte auf dem Konto hat und weiterhin ungeschlagen ist.